Die Berliner Verkehrsgesellschaft BVG wünscht offenbar eine entspannte Vorweihnachtszeit. In der Woche vom 13. bis zum 17. Dezember bietet die BVG jedenfalls besondere Fahrkarten an. Essbare Hanftickets zur Linderung von Weihnachtsstress und der berüchtigten Berliner Griesgrämigkeit. Dabei geht es aber nicht ums Zudröhnen, wie BVG-Sprecher Jannis Schwentu betont. Natürlich ist das alles mit einem großen Augenzwinkern zu verstehen. Wir wollen uns auch gar nicht zum Thema Cannabis positionieren, aber wir haben diese Thematik jetzt aufgegriffen, um unsere eigentliche Botschaft rüberzubringen. Und die lautet: In der stressigen Weihnachtszeit nimm Bus und Bahn. Und dann haben wir gedacht, warum nicht mal ein Hanfticket mit Hanföl, ohne irgendwelchen Wirkstoff. Aber eine schöne Aktion, ein schöner Film. Und wer es haben möchte, kann es uns im Kundenzentrum kaufen. Die Einzelfahrscheine kosten 8,80 Euro und sind 24 Stunden lang gültig. Die Fahrgäste müssen sich vor dem Kauf für einen Reisetag entscheiden und erhalten dann eine vorentwertete Fahrkarte, da das essbare Papier nicht abgestempelt werden kann. Es stehen mehrere tausend Tickets zur Verfügung, die für eine Fahrt genutzt oder als Andenken aufbewahrt werden können. Wichtig ist aber, nicht vor Fahrtantritt knabbern. Nur ein vollständiger Fahrschein in Originalverpackung ist gültig, sagt die BVG. Mögliche Kontrollen könnten sonst etwas unentspannt werden. Wie breit ist der denn? Gott.